In erster Linie muss ich meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Ja, die haben ja heute ein Riesenspiel gemacht. Und wenn man überlegt, dass wir hier gegen eins der zwei Berliner Leistungszentren gespielt haben, mit dem 1. FC Union, und auch eine Menge Möglichkeiten hatten, das Spiel auch in unsere Richtung drehen zu lassen, kann man eigentlich erstmal nur sagen, zufrieden sein. Ja, klar hätten wir gerne hier was mitgenommen, aber gehört halt auch immer ein bisschen Spielglück dazu. Und das war einfach nicht der Fall, dass wir halt relativ schnell nach unseren Toren halt auch immer gleich Gegentore bekommen haben, wo wir einfache Fehler gemacht haben. Aber daraus werden wir lernen und an den nächsten Spielen hoffentlich dann wieder punkten. Wir sind auf einem guten Weg in der Rückrunde, jetzt auch mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde. Und deshalb sind wir zuversichtlich und wir werden da weiter Gas geben. Also die Ansprache von unserem Trainer auf jeden Fall in der Halbzeit hat uns nochmal Kraft gegeben für die zweite Halbzeit. Und wir haben zwar das 2-2 noch bekommen, aber wir haben uns trotzdem als Mannschaft hochgepusht und haben die Zweikämpfe angenommen und haben halt noch verdient gewonnen, unsere Tore gemacht. Es lief heute eigentlich alles nach Plan. Also ich denke, wir ruhen uns manchmal auf unsere Leistung auf. Wenn wir führen, schalten wir ab. Dann brauchen wir manchmal sozusagen einen Arschtritt vom Gegner. Und dann passt wieder alles, dann läuft wieder alles nach Plan eigentlich.